Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Clash of Clans hier auf Ancients World. Wir sind mitten in einer Suche nach einer Clan-Basis. Clan-Basis, sag ich schon, nach einem Gegner. Ja, es ist ein typischer Angriff für uns. Das hier wird vermutlich Folge 73. Das ist Folge 73. Müsste sein. Der Charakter ist wie immer Fendria. Wir gurken gerade eben auf der Suche nach Gegnern rum. Oh, das hier sieht sehr schön aus. So viel Loot. Ich denke, das nehme ich. Wie gesagt, wir sind noch immer bei den vermurksten Aufnahmen, wo ich erneut aufnehmen musste. Also kommentiere ich praktisch mich selbst, was seltsam ist, sich seltsam anfühlt und wahrscheinlich sich auch nicht ändern wird. So, ein Rathaus 10. Da oben ist eine Königin. Das könnte etwas schwierig werden. Unser König knockt jetzt gerade den gegnerischen König aus. Ich habe die Ränder beim erneuten Aufnehmen übrigens jetzt etwas umgestellt, sodass wir jetzt hoffentlich besser die Sachen zu Gesicht kriegen. Ich werfe jetzt hier unten noch die restlichen Riesen hin, weil wir das dunkle Elixier brauchen. Und dann hoffen wir mal, dass ich hier oben alles aufsammeln kann, was da so ist. Ein Heilzauber auf die Riesen oben, um sie länger am Leben zu halten. Ich hätte noch ein paar Bogenschützen, die sich um die Markertürme kümmern, aber hätte halt nicht so sein sollen. Naja, die Riesen laufen jetzt in der Mitte durch und dahin, wo die meisten gegnerischen Verteidigungen sind. Das hier ist noch eine Basis aus der Zeit, wo man noch nicht alle Verteidigungen und Sachen bauen musste. Ganz eindeutig hier zu sehen, dass dass so viele Verteidigungsanlagen fehlen. Ja, die Bogenschützen kümmern sich oben jetzt mittlerweile ums Gold. Das ist sehr gut, aber ich fürchte, wir kriegen da nicht besonders viel raus, wie es aussieht. Ach, verdammt. Wisst ihr? Hier wäre eine Drachenarmee super gut gewesen, weil die Luftverteidigung vom Gegner einfach nur äußerst schwach sind. Da wären wir mit der Drachenarmee durchgegangen wie nichts und hätten 800.000 Gold und Elixier eingesammelt. Das sieht man aber erst jetzt im Nachhinein. Ich meine, vorher konnten wir ja nicht wissen, was wir finden werden. So, ich habe noch einen Giftzauber. Den möchte ich jetzt aber hier nicht ausgeben. 840.000 Elixier immerhin. Das ist sehr gut. Und wir leisten damit einen wertvollen Beitrag zu den Clan-Spielen. Ja. So. So, hört man mich überhaupt? Hallo. Das werde ich mir nachher alles nochmal anschauen müssen. Nicht, dass ich dann jetzt wieder hier eine Leeraufnahme habe. Das wäre äußerst ärgerlich. Ich verstehe es gar nicht. Es zeigt mir keinen richtig guten Ausschlag beim Audio an. Beinahe so, als ob kaum etwas von dem, was ich sage, ankommen würde am Mikro. Jetzt trage ich allerdings ein Headset. Das sollte also von daher kein Problem sein. So, Armee wieder ausbilden. Wir bleiben bei unseren lustigen Schweinereitern. Ganz einfach aus dem Grund, dass man muss es mal ein bisschen abwechslungsreicher machen, weil ansonsten wird es langweilig. Oh, und wir sind abgestiegen, weil wir gerade einen Haufen Trophäen verkeckt haben. Witzige Sache übrigens, man muss teilweise deutlich unter den Trophäen liegen, um aus einer Liga rauszufliegen. Um in der Liga nach dem Liga-Neustart reinzukommen, braucht man die passenden Trophäen, aber man muss schon ordentlich viele Trophäen verlieren. Ich glaube, fast 50 oder 100 Trophäen unterhalb von dem, was man braucht, um in die Liga zu kommen, damit man aus der Liga rausfällt während einer Saison. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie es sich in den höheren Ligalagen da bewahrheitet. Also Titan, Legendär oder Champion, da war ich noch nicht. Aber ich glaube, da ist das gleich. Ich denke nicht, dass die da
dass die da einen anderen Schnitt hatten. Ne? Das weiteste, was ich bis jetzt hatte, das war Meister 1 und da kurz vorm Aufsteigen. Allerdings war das ein ganz anderer Account. Den hatte ich vor Jahren und damals habe ich dann aufgehört zu spielen, weil ich Abschlussprüfungen hatte. Es ist Jahre her jetzt. Und Schule war damals für mich einfach wichtiger. Ja, und jetzt bin ich in der Uni. Und jetzt mache ich wieder Spiele. Und jetzt schauen wir mal, wie sieht es mit dem Elixier aus? Müsste auch mehr sein. Definitiv mehr. Jo. Ich warte jetzt nur noch drauf, dass die Doppelkanone unsere restlichen Bogenschützinnen erschießt. Naja. Das Labor war offenbar zu viel Arbeit. Ja, da haben wir sie wieder. Zwei, was? Wir haben wirklich 12 Stück benutzt, ha? Der Hammer. Bola, was ist das? Sind das Bola? Ja, höchstwahrscheinlich. Wir kriegen Balance und vielleicht einen Babydrachen. Ziemlich sicher sogar. Dann bedanken wir uns schön brav. Sollte man immer tun. Immer schön Danke schreiben. Und ja, damit ist unsere Kiste wieder etwas mehr sicher und wir können sie im Notfall auf gegnerische Verteidigungsanlagen werfen. Win-win. Ah, der König ist noch tot. Also am Holen. Wisst ihr was? Ich mache hier einen kleinen Schnitt und wir sehen uns. Oh, ich hätte schwören können, dass ich auf den König noch gewartet habe. Habe ich aber offenbar nicht. Naja, das hier wird wahrscheinlich kein Angriff werden, weil definitiv nicht genügend Beute. Das hier sieht auch nicht gut aus. Also gut von der Verteidigung her schon, aber nicht für unsere Zwecke. Das hier hätte ausreichend Loot. Wisst ihr, ich suche immer automatisch die Luftverteidigung. Das wäre super Angriffsziel für die Drachen. Weil wir die Armee so lange benutzt haben, aber mit der jetzigen Armee haben wir ja da wesentlich weniger Probleme. So, ich versuche die hier abzulenken. Schickt die Bogenschützen hier der Reihe nach hin. Die Riesen sollen wirklich nur den Bogenschützen den Rücken frei halten. So, jetzt muss ich mich entscheiden, was mache ich mehr? Ich weiß nicht, vielleicht möchte ich nur das Loot am Rand wegnehmen. Nee, hier kommen die Schweinereiter. Oh, da hätte ich vielleicht eine. Ja, definitiv einen Heilzauber drauf. Ja, etwas spät, finde ich. Persönlich hätte ich vielleicht früher machen sollen. Der Giftzauber soll den König verlangsamen. Gut, wir haben jetzt die Magiertürme fertig. Jetzt geht's zur zweiten Luftabwehr und danach geht's zur Kanone nach draußen, wenn ich mich nicht täusche. Hier gibt's eine Falle, oder? Ja. Immer wenn diese Mauern so stehen, dass es gerade mal eins frei ist, wartet eine Bombe oder eine Sprungfalle auf einen. Okay, wir kriegen das Goldlager da unten noch. Das wird aber langweilig. Da oben sterben jetzt unsere Bogenschützen an den Kanonen und den Minenwerfern. Mit unserem Balance gewinnen wir hier nichts. Die Luftabwehr da oben würde uns einen Strich durch die Rechnung machen und die Teslas sind leider auch stark. Level 4 und 6 müsste das sein. Ah, nee. Level 4 ist der ganz graue, dann der mit der goldenen Spitze ist Level 5 und der letzte ist ein Level 6er. Genau.
Ziemlich langweilig, das mit dem Bogenschützen und vor allen Dingen, weil ich nicht wirklich was zum Erzählen gerade eben habe. Mit was könnte ich denn die Zeit jetzt vertreiben? Ja, wir warten halt noch auf unseren kleinen Freund da unten. Naja, richtig, ich hatte Prüfungen und da bin ich dann früher hingegangen und es war nichts Besonderes. Wir standen dann halt alle eine halbe Stunde vor der Tür und es war halt saumäßig heiß und wir haben uns den. Ja, wir saßen dann in unseren eigenen Schweiß da so rum und sind dann endlich reingegangen und drinnen lief dann die Klimaanlage. Das war äußerst angenehm. Das einzige Problem, das ich dabei hatte, bei dieser Prüfung saß ich genau unter der Klimaanlage. Das heißt, ich hatte ständig einen kalten Schwall Luft von oben. Und dann habe ich mich da auch leicht erkältet. Es war, wie gesagt, kalt. Von oben kam eben die Luft runter und ja, wenn man in so einem bei so einem schönen warmen Wetter ganz schön geschwitzt hat, dann ist man unter so einer kühlen Brise aus der Klimaanlage äußerst aufgeschmissen. Man ist da nicht besonders gut aufgehoben. Unsere Clan-Spiele gehen gut vorwärts. Nee. Beim Krieg haben wir nicht mitgemacht. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal reinschaue. Wie als ob ich sicher gehen möchte, dass wir wirklich nicht mitgemacht haben. Aber ich finde, dass unsere Truppen einfach noch nicht kriegstauglich sind. Das werden sie erst dann, wenn wir sie auf Rathaus Level 9 haben. Vorher sind sie zu schwach. Oh. Okay, was machen wir mit unserem Gold? Wir könnten es in eine Elixierlage oder in eine Sprungfalle investieren, aber eigentlich, ich weiß nicht, beides zieht mich jetzt nicht so unbedingt an. Also, falls ihr im Sommer eine Prüfung habt und ihr. Ah, wir haben das Elixierlager gemacht und jetzt hier oben die Mine. Also falls ihr im Sommer in der Prüfung seid, in einer wichtigen Abschlussprüfung für eine Uni oder sowas und die haben das in einem externen Raum mit Klimaanlage und ihr wisst vorher nicht, wo ihr landet, nehmt euch immer eine Jacke zum Drüberwerfen mit oder so ein so eine Fleecejacke oder irgendwas. Ihr könnt es in der Tasche verstauen, könnt es mitnehmen. Das sieht keiner in der S-Bahn, aber das kann euch wirklich den Hintern retten, wenn es von oben ständig kalt runterkommt. Ich hatte da auch so eine kleine Fleecejacke mit dabei, also ärmellos zwar, aber immerhin. Ich war so froh, dass ich das Ding dabei hatte. Man glaubt es nicht, wie 4 Grad weniger oder 3 Grad von oben und das in einem ständigen Luftstrom, wie sehr das einen nach 10, 20 Minuten, wie sehr das einen auf die Nerven geht. Man ist ständig in der Zugluft drin und es wird einfach nur kalt, glaubt es mir. So, jetzt aber genug davon. Zurück wieder zu Clash of Clans. Oh, wir haben einen ordentlichen Bonus hier bei unseren Saisonpunkten bekommen. So. Und ich denke, ich wechsle jetzt runter in die nächste Aufnahme. Wie mache ich denn den Übergang? Ich weiß es nicht. Ich denke einfach so. So, und da sind wir wieder. Der Übergang ist geglückt. Und wir haben gerade einen Tesla auf Stufe 3 gebracht. Dem ist dann wärmer als mir. Also, in der Prüfung war. Naja, was auch immer. Damit haben wir alle Tesla auf der höchsten Stufe, die ein Rathaus 7 haben kann. Das heißt, wir sind jetzt dabei, das Rathaus 8 in Angriff zu nehmen. Und damit meine ich die Level vom Rathaus 8. Bei den Teslern zumindest. Da gibt es nur noch Rathaus 8 Level. Und ich meine, bei den Kanonen und Bogenschützen, da sind wir ja schon fertig mit Rathaus 7. Also da geht es eh nur noch auf Level 8. Es ist komisch, ich sage immer dann so Level, wie als ob das Rathaus jetzt anzeigen würde, was man da haben sollte. Jede Verteidigung, die man
neu kriegt, ist eine Erhöhung. Und wenn man die von Anfang an nach oben bringt, kriegt man oftmals mehr DPS, also Damage per Second, raus, als wenn man jetzt die bereits. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Telefonanruf. Sekunde. So, da bin ich wieder. Das war jetzt etwas unerwartet, weil wir haben es nicht mehr ganz so früh. Ich hatte nicht mit einem Telefonanruf gerechnet. Naja, was soll's. Unerwartete Sachen sind die, die einem öfter im Leben passieren, als die, die man erwartet. Und man muss damit klarkommen. Also, wir machen eine neue Suche und schauen mal, was es noch so gibt. Wisst ihr was? Ich schneide bis zum Angriff. Bumm. Und willkommen zurück. Hier ist unser nächstes Ziel. Und die Operation Sammel all das Zeug ein beginnt. Es hat sich hier eine Menge Elixier, Gold und dunkles Elixier angesammelt. Ganz scharf bin ich allerdings auf das Elixier und natürlich auch irgendwie auf den Heldensaft, das Dunkle. Es ist etwas stärker. Und ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber es ist ein bisschen so wie, wie beim Tee. Der dunkle Tee, der bringt einen mit Koffein auf Trab. Ich würde gerne eine andere Anekdote machen mit Bier, aber ach, was soll's. Das ist mein Let's Play und ich kann's sagen. Also, wo das ist wie beim Bier, das Dunkle ist etwas stärker. Da, 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 da. Bei dem Thema Jungs nicht übertreiben, Mädels auch nicht. Kennt eure Grenze. Ganz wichtig. Grenzenlos ist niemand. Ja, die Schweinis kommen eigentlich recht gut durch, aber ich fürchte, dass die Skelette ihnen einen Strich durch die Rechnung machen werden. Oh ne, und jetzt rennen sie auch noch zum König. Da fällt der Watschenbaum um. Naja, es gibt nur noch. Nur noch einen Tesla übrig. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob die Balance das nicht hier zu 3 Sternen bringen können. Und der Babydrache, nicht zu vergessen, den Babydrachen. So, Speed drauf. Also Eilzauber. Und der Babydrache zerlegt den König. Jetzt müsste ich nur noch meinen König zünden, dann hat der wieder volles Leben. Und wir können ihn dann gleich wieder verwenden, sobald wir fertig sind mit unserem Angriff. Läuft doch super. Jo, das müssten 3 Sterne sein. Ich glaube, da ist noch eine Hütte. Ja, eine Hütte in der Ecke. Ah, die Bogenschützen sind schneller. Der König watschelt hinterher. Alles in allem trotzdem ein guter Angriff. Freut mich sehr. So. Ja, wir nehmen auch noch auf. Das kontrolliere ich mittlerweile periodisch. Ganz einfach, weil es mir so oft zwischendurch dann hängen geblieben ist bei meinem alten Gerät, dass ich da mittlerweile etwas vorsichtiger bin. Nehme nicht immer an, dass es durchgehend wird, weil manchmal wird es nicht. So. Machen wir hier schnell ein schnelles Duell. Ich habe das Gefühl, das wird nichts. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Multimörser loswerden, der. Oh. Und da flog das Kanonenkart, weil das die liebe Falle nicht mag. So. Der Zerschmetterer, der ist immer so gefährlich für alle Nahkampfeinheiten. Ja. Das war's. Die Doppelkanone zerlegt jetzt den Riesen und anschließend zerlegen die Kanonen unsere
Unsere restlichen Truppen. Das endet hiermit. Ich bin wirklich nicht gut, was die Baumeisterbasis angeht. Ja, und ich habe das ganze Zeug natürlich auch aufgenommen. Ja, vielleicht wird es ja besser, wenn ich den Helden bekomme, also die Battle-Maschine oder Kampfmaschine. Und wenn ich meine Truppen in ein höheres Level bringe. Kanonen auf Stufe 2 ist irgendwie ein bisschen schwach. Auf Level 3 wären sie mir lieber. Kriegen sie wieder einen Damage Boost. Schadensbonus. Ich bin es mittlerweile so gewöhnt, manche Sachen auf Englisch zu sagen, wie DPS, also Schaden pro Sekunde, auf Deutsch. Das rutscht mir dann immer wieder raus. Versuch's dann aber doch auf Deutsch irgendwie zu sagen. So. Wir wechseln jetzt unsere Armee durch und versuchen dann hier mit einer anderen Strategie einen Blumentopf zu gewinnen. So, das war es auf jeden Fall mit den Bombenwerfern. Jetzt hier ein paar. Oh, nee. Oh, doch. Oh, nee. So, zwei, drei. Die sollten jetzt, hoffe ich mal, nach drinnen laufen zu dem Multimörser. Das ist zumindest der Plan. Und dass sie sich dann dort durch die Dings durchkämpfen, durch die Kanonen und durch die Bogenschützentürme. Wie ihr gesehen habt, hat das optimal geklappt. Alle Truppen sind besiegt worden, bevor sie sich um die inneren Verteidigungsanlagen kümmern konnte. Basis sah aber gut aus. Wir werden unsere mal erneuern müssen, weil das hier ist immer noch, ich glaube, für Stufe 3 Rathaus, wo ich einfach nur zufälligerweise mehr so mit dem Zufallsgenerator, was ich gerade gut fand. Nee, ich habe gar keinen Generator verwendet. Ich habe einfach kreuz und quer die Mauern und Gebäude vor die Basis gestellt, in der Hoffnung, dass es irgendwie doch besser wird, aber. Also, wie ihr hier sehen könnt, da vorne die Doppelkanone und so weiter. Aber ne, eigentlich ist es total schwach. Naja, irgendwann mal werde ich das schon ändern. Oh. Moment, es gab ein Angebot hier. Hier drüben. Das ist selten, dass es in der Baumeisterbasis was angeboten wird. Normalerweise gibt es nur immer Angebote fürs Heimatdorf. Ja, hier gibt es auch was. Naja, egal. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ancients World out. Stay safe. Bye.